Du investierst in Aktien und fragst dich, warum es nicht funktioniert, warum du nicht erfolgreich bist wie alle anderen. Hier im heutigen Video schauen wir uns mal die Top 6 Gründe an, warum du mit Aktien nicht erfolgreich bist. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Martin und auf meinem Kanal Cashflow Coach geht es um deinen Cashflow, wie du diesen verbesserst in Aktien und Immobilien. Starten wir gleich in die Top 6 rein, wieso du und deine Aktienstrategie nicht funktionieren. Du hast keine Geduld. Das heißt, du steigst vielleicht zu früh aus und nimmst nicht die wirklich große Entwicklung mit. Wir haben bei vielen Aktien gesehen, dass sie sich über 10, 20, 30 Jahre sehr, sehr gut entwickeln. Wenn du natürlich nur 6 Monate, 12 Monate investiert bist, dann hast du wirklich nur einen kleinen Anteil dessen. Und zwar ist das das falsche Denken. Wenn du sagst, ich nehme lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf den Dach, dann hast du nicht dieses Denken, groß zu denken. Was meine ich damit? Wenn du jetzt zum Beispiel 30 Jahre in der Coca-Cola bist oder wenn du die letzten 10 Jahre in der Tesla investiert warst oder Amazon, also wirklich die ganz großen Entwicklungen, da macht es dann wirklich Spaß, mit Aktien zu investieren. Vorher bist du einfach nur im klassischen Klein-Klein. Deswegen hier meine Empfehlung, bleibe investiert, verkaufe nicht zu früh. Frage dich bei einer Neubewertung immer, ob du den heute nochmal kaufen würdest, die Aktie, den Wert. Wenn ja, dann bleibt er im Depot. Wenn nein, dann kannst du ihn verkaufen. Kommen wir zum zweiten Punkt, nachrennen. Was meine ich hiermit? Du hast dir einen Wert angesehen und der hat zum Beispiel heute plus 30% gemacht. Nachrennen wäre, wenn du den jetzt direkt kaufst. Hier empfehle ich, Geduld zu bewahren und auf einen Rücksetzer zu warten. Mache gerne Neubewertung, ob auch inklusive dem Anstieg von 30% es immer noch sinnvoll ist. Sprich, dass dein Kursziel immer noch hoch genug ist, dass sich das lohnt, dein Investment. Kleiner Tipp hierbei, Aktien sind immer wie Straßenbahn zu sehen. Nicht hinterherrennen, die nächste kommt bestimmt. Perfektionismus, auch ein ganz, ganz großes Thema, habe ich ein eigenes Video schon dazu gemacht. Du suchst den perfekten Ein- und Ausstieg. Und das wirst du nicht schaffen, das verspreche ich dir. Du wirst nie unten den Boden treffen und nie zum höchsten Kurs verkaufen. Deswegen hindert dich Perfektionismus nur. Das wird einfach nicht klappen. Und so, mit diesem Mindset Perfektionismus, wirst du nie ein erfolgreicher Investor oder Trader werden. Und auch alles andere wird nicht funktionieren. Wenn ich überlegt habe, mit Perfektionismus zum Beispiel, bevor ich mein allererstes YouTube-Video hochgeladen habe, da wollte ich auch perfekt machen. Hat nicht funktioniert. Ich habe es dann irgendwann hochgeladen. Gut, die allerersten Videos habe ich mittlerweile schon wieder runtergenommen, gelöscht. Nichtsdestotrotz, es ist wichtig, anzufangen. Deswegen einfach umsetzen und einfach machen. Keine oder eine Meinung. Du liest nur andere Meinungen und hast keine eigene. Das muss ich, glaube ich, nicht weiter erläutern. Bilde dir immer eine eigene Meinung von dem Wert, den du kaufen möchtest. Zweiter Punkt in diesem, also zweiter Unterpunkt, du hast vielleicht nur in derselben Quelle recherchiert und dort sind alle in der gleichen Meinung. Und du kommst dann zu einem falschen Schluss in Anführungszeichen. Ein kleines Beispiel wie zum Beispiel Reddit und GameStop. Wenn du damals in dem Forum in Reddit warst, dann haben sich die Ereignisse überschlagen und alle waren nur noch positiv. Da gab es ganz, ganz wenige Ausnahmen, die auch mal wirklich gemahnt haben zu Vorsicht. Deswegen meine Empfehlung, schau dir immer Pro- und Kontra-Argumente an und diese voneinander dann abwägen. So kommst du wirklich zu einer guten Entscheidung, zu einer guten Meinung. Alles auf ein Pferd setzen. Du fährst ein nicht kalkulierbares Risiko, wenn du zum Beispiel alles auf ein Pferd setzt. Und alles auf ein Pferd setzen heißt nicht jetzt nur alles in einen GameStop packen, sondern wirklich breit streuen. Es ist gut, wenn du an deinen Titel glaubst, dass rechtfertigt aber nicht, dass dein gesamtes Geld dahin fließt. Deswegen ganz, ganz wichtig, bitte diversifiziere die Anlageklassen, nicht nur das Depot. Natürlich sollst du im Depot auch mehrere Titel reinmachen, also mehrere Werte, mehrere Aktien, ETFs, Fonds etc. Aber mir geht es auch um eine Streuung auf Anlageebene. Das bedeutet, du machst einen Teil in Aktien, du machst einen Teil in Kryptos, du machst einen Teil in Immobilien, also streue dein Vermögen auf Anlageklassen. Die Ankertechnik wird immer wieder beliebt bei Anfängern umgesetzt. Ich mahne hier vor. Du realisierst keine Verluste, sondern du wartest immer auf deinen Einstand. Beispiel, du hast eine Aktie gekauft, die ist jetzt 10% im Minus.
du hast aufgegeben, hast gesagt, ach nee, das ist Käse, da will ich jetzt raus, aber du verkaufst nicht direkt, sondern du sagst, na, wenn sie einen Einstand wieder hat, plus minus null, da gehe ich dann raus. Wenn du dich hier erkennst, schreib es gerne mal in die Kommentare und oute dich mit vielen anderen. Wie kannst du das lösen? Schaue immer, wie ich eben schon gesagt habe, wie ist das Potenzial? Würdest du die Aktie heute nochmal kaufen? Weil es gibt nämlich Werte, die werden deinen Einstand nie mehr sehen. Und da müssen wir gar nicht so weit zurückgehen. Wir müssen jetzt gar nicht Richtung neue Markt gehen, wo wir 90% Verlust hatten. Wir können auch in der heutigen Zeit schauen, einzelne Bankwerte. Deutsche Bank, 120 Euro. Guck dir, wo sie heute steht. Die wird die 120 in meiner Welt nicht mehr erreichen. Ganz wichtig, die Aktie ist nämlich ganz egal, wo du gekauft hast. Aktie ist immer Angebot und Nachfrage. Und wenn ein Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, dann wird dein Einstand auch nie mehr erreicht werden. Deswegen hier bitte bei deiner Bewertung neutral sein und achte nicht auf deinen Einstand. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.